Der Herbst ist da, das Laub fällt in rauen Mengen von den Bäumen. Es verfärbt sich, die Bäume werden kahl, es wird kälter, ein straffer Wind streift uns um die Nase herum. Eine schöne Jahreszeit, wie ich finde. Ich mag den Herbst. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir können dieses Hasenrennen nicht machen. Ach so, hallo, willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Da sind wir wieder. Habe ich was gesagt? Habe ich das nicht schon gesagt? Ich habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich sag das andauernd, ne? Egal. So, macht das Spaß. Ich habe Spaß. Und wie ich es mir gedacht habe, der Hase ist ja nicht mal da. Der ist ja irgendwie weg. Der macht gerade Winterschlaf oder ist wie ein Normalbürger, ein Normalsterblicher des Nachts am Schlafen. Das sollten normale Menschen auch tun, nachts schlafen. Ich unter anderem schlafe gerne nachts, weil tagsüber zu schlafen ist manchmal ein bisschen problematisch. Aber nachts ist das gar kein Problem, denn nachts hat man seine Ruhe. Nachts ist es dunkel, man wird nicht geblendet. Nachts kann man einfach seine Ruhe finden. So, wir wollen hier noch ein Minispiel meistern. Ich bin heute ein bisschen krank im Gehirn. Wobei das nichts Neues ist. Heute aber ein bisschen mehr als sonst, weil ich meine Tabletten vergessen habe. Da oben ist ja noch dieses Minispielfass. Und das müssen wir ja mal eben machen, ne? Und es ist... Es ist weg. Are you serious? Are you fucking serious? Wo ist es? Ey, wenn ich dieses... Das können die nicht ernst machen, dass ich das scheiß Eulenrennen nochmal machen muss. Nee. Never ever. Hört ihr das Schnarchen? Fick die Henne. Nee, das mache ich jetzt nicht. Nee, da habe ich also gar keinen Bock drauf. Diese Eule hat mich ja schon genug geärgert. Weil mit dieser Eule bin ich fertig. Also wirklich. Gehen wir halt zu dieser Scheune, da haben wir auch noch was zu erledigen. Und dann will ich bald den Boss plätten. Ich will hier raus aus dieser Welt. Ja, ich will immer so schnell wieder raus aus Welten. Weil ich neue Welten sehen möchte, bis ich dann irgendwann am Ende das Problem habe, alles nachholen zu müssen. Egal. So, ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Gehen wir mal zwei. Überall gibt's was zu tun. Hoffentlich auch irgendwas Schönes. Ich muss schon wieder pinkeln, ey. Ah ja, stimmt, hier war ja was. Münzen für Chunky. Schön. Ehrlich. War da hinten noch sonst irgendwas Interessantes? Ja, genau. Ich konnte ja da irgendwas mit Tiny machen. Beziehungsweise nichts machen. Vielleicht kann ich da jetzt was machen. Schau nur, ich habe ein paar Blätter. Komm und hol dir deine Belohnung. Was will er? Was bist du? Was ist los? Holy moly! Was bist du denn für ein hässliches Ding? Oh, eine Bananenstaude ob. Offensichtlich. Ich soll hier scheinbar mit Tiny was machen. Und weil ich klein werden soll, soll ich mich wahrscheinlich von Squawks mal wieder hochfliegen lassen. Wie schön. Macht ja auch irgendwo Sinn, dass so Nachtschattengewächse nachts wachsen. Sind Tomaten nicht sogar Nachtschattengewächse? Also ich weiß, durch meine Erfahrung in Harvest Moon, ja, ich weiß, Harvest Moon wollen viele von euch auch mal wieder sehen, habe ich aber gar keinen Bock zu gerade, dass Tomaten im Sommer wachsen. Ne? Ist ja auch wirklich so, wir haben ja auch Tomaten. Ach, guck mal, wie der aussieht. Die sieht aus wie der verrückte Nachbar, der Drogen nimmt. Gott. Das ist ja furchtbar. So, ich muss bestimmt klein werden. Ich mach's direkt. Bin mir ziemlich sicher. Sonst würde das Fass nicht nebenan stehen. Das macht sonst gar keinen Sinn. Ja, ist gut. Arkus, halt die Schnauze. Dankeschön. Ach, und da kommt er schon. Mensch, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Habt ihr es kommen sehen? Wusstet ihr, was passieren wird? Leute, die das Spiel kennen, wussten das. So, und vielleicht können wir endlich mal die Killertomaten gleich ausschalten. Hoffentlich geht das des Nachts. So, können wir jetzt, fliegst du mich jetzt zur Banane? Findest du die alleine oder muss ich dich jetzt dirigieren irgendwie? Ja, scheint er alleine hinzukriegen, der Squawks. Ich meine... Was war das für eine Banane? Die war sowas von geschenkt. Ich meine, ich musste dafür nicht mal was machen. Ich musste mich dafür auf eine gottverdammte Platte stellen und Musik spielen. Das war alles. Das war sowas von geschenkt. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. So, das Ding scheint ja noch da zu sein. Dann machen wir das doch mal eben. Dann können wir dieses Areal hier nämlich verlassen. Ruhigen Gewissens. Ist hier oben noch irgendwas drauf?
Ich darf ja keine Bananen vergessen. Wobei, ich sollte sowieso fast alle Bananenmedaillen haben. Also, viel kann mir da nicht mehr fehlen. Und ich habe bestimmt auch schon genug Bananen für den Boss. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder wie einige coole Leute sagen, für den Boss. Gucken wir mal. Und mir ist letztens was eingefallen. Ich habe ja eigentlich mal eine Wette laufen gehabt mit dem Schnackfahrt-LP, dass ich eigentlich nochmal Kaizo Mario spielen muss. Ich glaube, ich mache das irgendwann mal wirklich, aber nur so eine Aufnahme. Weil glaubt mir, Freunde der Sonne, das macht keinen Spaß. Das macht aber keinen Spaß. Ein Spiel, wo man die ganze Zeit safe steppen muss, weil man sonst keine Chance hat, das macht keinen Spaß. Dann kann man es gleich lassen. Tschüss. Tschüss. Ich mache gerade Tomatensaft. Oder Ketchup. Damit mein Burger besser schmeckt. So, das war's, ne? Dann komm mal her, Freundchen. Ja, ja, halt die Schnauze. Ich weiß, wo du hin willst. Du magst keine blauen Flecken? Ich werde dir gleich mal einen blauen Fleck geben. Ach, deswegen die Monster hier. Ja, damit die mir nochmal als Hindernis, na, wie dem auch sei. Das sieht doch schön aus. Wow, das ist Plätzchen. Geil. Das wurde auch Zeit, mein Freund. Weißt du, erst heißt es, ich soll nur die Tomaten entfernen und dann hat er noch extra Wünsche. Das war vertraglich nicht abgesprochen. Deswegen steige ich dir jetzt auch direkt aufs Dach. So. Donkey Kong. Also am meisten haben wir echt mit Tiny und Chunky. Das freut mich. So, jetzt suchen wir doch mal die Scheune. Wenn ich noch weiß, wo die war. Wo war die? Wo war die? Kuwades. Da komme ich nur bei Tag rein. Aber was ist das hier eigentlich für ein Areal? Ich sehe das gar nicht so richtig. Da komme ich auch nur bei Tag rein. Aber hier gab es auch was, wo ich nur bei Nacht reinkam, ne? Da mit Diddy Kong, glaube ich. Ja, bin mir ziemlich sicher. Wollen wir mal kicken? Wollen wir mal schauen? Also ich würde es jetzt nicht beschwören. Ich würde da jetzt nicht unbedingt, ich würde da jetzt meine Seele nicht für verkaufen. Aber ich bin mal eigentlich relativ, ich bin da relativ zuversichtlich. Man soll sowieso immer zuversichtlich sein. Positiv gestimmt. Gibt viel zu viele negative Gedanken auf diesem Planeten. Wenn ihr euch morgens mal umschaut, wie viele negativ dreinblickende Gesichter ihr seht, das ist schon sehr deprimierend. Also muss ich hier Musik spielen? Ist das hier ein Kammerkonzert? Wahrscheinlich wird mir dann der Weg erleuchtet. AC/DC. Back in Black. Ach nee, das war Michael Jackson, oder? Nee, nee. AC/DC natürlich. Ach, egal. Oh Gott. Ist ja furchtbar. Squawks, weise mir den Weg. Ah, Schmetterlinge. Schmetterlinge. Natürlich sind das Fledermäuse, aber Schmetterlinge sind schöner. Ich stelle mir einfach vor, das sind Schmetterlinge. Ich finde es immer traurig, wenn ein Schmetterling es schafft, sich in mein Zimmer zu verirren, weil der Schmetterling dann zu 90% tot ist. Nicht, weil ich ihn umbringe, sondern weil er sich schlecht nach draußen befördern lässt. Achso, da bin ich auf den Boden gefallen. Nee, doch nicht? Ach, da bin ich noch. Das hat sich gerade so angefühlt, als wenn ich runtergefallen wäre. Kennt ihr das, wenn es sich so anfühlt, als wenn ihr runterfallt? Das habe ich manchmal in Träumen. Da fühle ich mich so, als wenn ich gerade irgendwo runterfalle und dann wache ich auch wirklich schweißgebadet auf. Voll krass. Man kann ja angeblich in seinen Träumen nicht sterben. Also kurz vorher soll man immer aufwachen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. So, das war grandios. Dafür bin ich jetzt auch direkt, habe ich mit meinem Leben bezahlt. Müssen wir bestimmt nochmal machen, ne? Ja. Ich habe einen Stern auf der Brust, ey. Ich bin, ein Hipster. Ich bin auch voll der Che Guevara. Also besser als diese Che Guevara-T-Shirts, die damals total trendy waren. Oh, Mann. Squawks. So. Das ist ja übrigens auch seine ursprüngliche Bestimmung, dass er diese Lampe hält. Später konnte man auch auf ihm reiten. Da wurde er ein bisschen degradiert zum Lasttier. Ist ein bisschen schade. Da komme ich gar nicht hoch. Scheiß. Vielleicht schaffe ich das ja, dahin zu springen. Hoho. Elegant. Sehr gut. So, gibt es jetzt hier einen Notausgang oder muss ich den ganzen Weg nochmal zurückspringen? Da habe ich irgendwie wenig Lust zu. Ach, guck mal, eine Fee. Ich habe mich schon gefragt, wo die sich denn herumtreiben. Ey, Fledermäuse, könnt ihr mal aus meinem Sichtfeld gehen? Ich versuche gerade ein Topmodel zu fotografieren. Oh, ist mir sogar gelungen, trotz Fledermäuse. Ja gut, das war halt mehr so das Horror-Picture. Ne? Ihr kennt das ja bei Germany's Next Topmodel, da haben die ja manchmal so Mottos. Und das war halt das Horrorbild des Tages. So, ich bin absolut nicht runtergefallen, weil was soll der Geiz? Dann lande ich nämlich genau da. Und spare mir den Weg. Raiffeisenbanken. Wir machen den Weg frei. So, das haben wir geschafft. Hier gibt es auf jeden Fall noch mehr zu entdecken.
Dessen bin ich mir ganz sicher. Dessen bin ich mir sicher. Ach ja, mein Deutsch ist manchmal echt fabelhaft. Famos. Da ist die Scheune. Da muss ich doch auch bei Tag irgendwie reinkommen. Bei Nacht. Weil da waren Sachen für die Nacht. That's for damn sure. War nicht auf dem Dach auch was, was nur bei Nacht offen ist? Ja, mit Tiny komme ich da durch dieses kleine Loch rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Und hier ist wieder was für Lanky. Da war, glaube ich, ein blauer Schalter für Lanky. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann gehen wir da mit Tiny auch nochmal rein. Da waren ja auch noch Schalter in der Scheune. Und jetzt habe ich ja die Fähigkeit erworben, blaue Schalter zu drücken. Wie sich langsam das Puzzle Schritt für Schritt auflöst. Ich war niemand, der Vergnügen daran gefunden hat, ein Puzzle zu machen. Habe ich gar keine Geduld zu. Aber es muss natürlich irgendwo doch eine Genugtuung sein. Es muss einen zufriedenstellen, wenn man am Ende dann das fertige Bild vor sich hat. Manche machen es dann ja direkt kaputt. Das könnte ich nicht. Ich würde dieses Meisterwerk natürlich einglasen lassen und dann im Flur platzieren. Manchmal sind das echt schöne Bilder. Ne? Wenn man sich das echte Porträt nicht leisten kann, dann nimmt man halt ein Puzzle. Dann kann man sagen, ich habe es selber gemalt. Ach, da muss ich was mit Didi machen. Ach so. Ja, das war... Naja, gut. Hat mich getäuscht. Ach, guck mal, hier ist auch was. Danger. Das ist richtig gefährlich hier, du. Da steht zumindest, dass es gefährlich ist. Danger heißt ja Gefahr auf Deutsch. Ich gebe euch wieder mal Englischunterricht. Ich mache jetzt mal weiter. Jetzt sind wir gerade in Water. Now, we are on the ground. Und gleich herrscht hier Ground Zero, wenn ich weiter so komisch rede. Oh Mann. Ne, Ground Zero, wurde da nicht der Bereich genannt, wo das World Trade Center, also wo das stattgefunden hat? Ist das nicht immer so der Bereich, wo die Action stattgefunden hat? Also nicht, dass das jetzt positive Action war, das mit dem World Trade Center. Das ist natürlich traurig, am 11. September 2001. Wo wart ihr zu diesem Zeitpunkt? Ich war in der Schule. Und wir haben auch so, glaube ich, Schweigeminuten und so einen Scheiß gemacht. Also nicht so einen Scheiß. Ist natürlich alles, ja. Aha, okay. Was soll ich jetzt hier machen? Party? Party hard? Da ist was. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Nee, scheinbar nicht. Weil ich kann da ja nur bei Nacht rein. Hallo. Hey, dann haben wir alles mit ihr, ne? Weil die Blaupause haben wir auch schon. Oh, ein Spinnennetz. Das ist bestimmt einladend. Kann gar nichts passieren. Ja, seht ihr? Passiert doch gar nichts. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Die hat Hunger. Mist. Ich habe jetzt gar keine Fliegen dabei. Wow. Muss ich die jetzt einfach kaputt machen? Die Frage ist wie. Kann mir jemand erzählen, wie ich die kaputt mache? Muss ich einfach nur... Was ist das denn? Ich hatte gerade ihr... ich hatte gerade Galle oder so einen Scheiß von ihm dran. An meinem Körper. Muss ich denn... Ah, hier, bestimmt das Auge. Siehste, genau. Erstmal die Handlanger, die kleinen Babyspinnen kaputt machen. Ich habe fast ein bisschen Mitleid und dann muss ich ins Auge schießen. Oh, na komm mal her. Ach, das scheint mir nicht sonderlich schwer zu sein. Das ist ja auch nur so eine Art Zwischengegner. Ist ja kein Endboss. Und ehrlich gesagt kann ich mich absolut gar nicht 0,0 daran erinnern, was der Endboss in dieser Welt ist. Ich weiß das gerade gar nicht. Gedächtnislücken über Gedächtnislücken. Ich meine, was könnte der Gegner denn sein in dieser Welt? Das könnte ja so ziemlich alles sein, ne? Vielleicht noch eine größere Spinne. Weil die Entwickler sich dachten, sind wir mal ganz besonders kreativ. So, langsam müsste der doch mal erblinden. Dieses einäugige Monstrum. Hier hat seine eigene Spinne getroffen. Okay. Schadenfreude kommt vor dem Fall. Haben wir gerade am lebenden Beispiel festgestellt. Ja komm, das machen wir aber noch. Das müssen wir noch machen. So. Kommt jetzt wieder eine ewig lange Sequenz. Ja, so eine Spinne, die braucht so ein bisschen, bis sie sich runterseilt. Es dauert alles seine Zeit. Njam, njam, njam. So, heute noch, ne? Heute noch. Geht doch. Dass du deine Kinder opferst, finde ich übrigens nicht gut.
Oh, wir starten gleich in der dritten Stufe, wenn ich das richtig sehe. Das Spiel ist doch nicht so nett. Seit wann ist das Spiel denn so nett? Das glaube ich nicht. Das ist fake. Das ist einfach nur jetzt schwerer, weil ich versagt habe. So, bist du langsam kaputt? Nein, immer noch nicht. Willst du noch mehr? Okay. Da du mir nichts Süßes gibst, gebe ich dir Saures. Ist ja bald wieder Halloween. Gut, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon vorbei. Weiß ich nicht. Da, 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 da. Oh. Oh. War es das schon wieder? Da waren doch noch mehr, oder nicht? Nee, tatsächlich nicht. So. Alter, wie hält denn der aus? Ich meine, das sind Federn, die sind so spitz wie Rasierklingen, die ich in sein Auge schieße. Wurden euch schon mal Rasierklingen ins Auge geschossen? Nein? Mir auch nicht. Aber das kann nicht wehtun. Es muss wehtun. Das ist gewaltig. Alter! Geh doch mal kaputt! Geht nicht kaputt. Du, 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 du. Na komm. Was? Jetzt wird's albern. Komm, Rare. Also wirklich. Das ist eine Spinne. Eine Spinne zertrampel ich normalerweise mit meinem Fuß. Würde ich natürlich nie tun. Aber könnte ich theoretisch, wenn ich wollte. Geht doch. So, was kriege ich? Ein Minispiel? Oder kriege ich tatsächlich mal so eine Banane? Was ist denn jetzt los? Ach, das muss ich jetzt auch noch besiegen. Das ist ja putzig. Hallo. Oh, das war der Gnadenstoß. Also das fand ich jetzt ein bisschen brutal noch, ne? Dass wir ihm noch einen Gnadenstoß geben mussten. So, nochmal richtig in die Fresse rein zum Ende hin. Also fast ein bisschen pädagogisch kritisch zu betrachten, ne? Oh Gott, Magensäure kommt hoch. Kennt ihr das? So eklig, das Gefühl. Gott. Naja, wenigstens haben wir mit Tiny alles. Warum kommt denn jetzt Magensäure hoch? Kenners, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, alles Gute, euer Arkus. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski.